Also ich habe es ja in den frühen Morgenstunden heute erfahren. Das ist natürlich eine sehr schockierende Tat, eine grausame Tat. Besonders feige auch ausgerichtet, über 100 Tote, wie wir gehört haben. Wir sind im Moment auch in Verbindung mit Wien, um zu überprüfen, ob eigentlich auch Österreicher betroffen sind. Nach den letzten Aussagen zufolge ist ein Österreicher verletzt und zwei sind unverletzt geblieben. Also man spricht von 3 Österreichern zur Stunde. Die genauen Informationen liegen aber noch nicht vor. Also in Summe gesehen muss man schon dazu sagen, eine wirklich schockierende Nacht. Aber man muss auch dazu sagen, es wird Reaktionen darauf geben. Und ich bin auch ganz sicher, dass sich Europa nicht aus der Fassung bringen wird. Und ich glaube, in dieser Minute muss man auch sagen, unsere tiefe Anteilnahme gehört den Opfern, sie gehört den Familien. Unser Herz schlägt für Frankreich mit. Und wir stehen auch an deren Seite. Und wenn man hier von Vorarlberg aus sieht, muss man auch dazu sagen, Paris ist nicht viel weiter weg als Wien. Also das passiert vor unserer Haustüre. Im ersten Moment ist man geschockt und dann wird man vielleicht auch ein wenig wütend und denkt sich, was sind die richtigen Reaktionen darauf. Das wird jetzt schon zu einer Debatte innerhalb Europas auch führen. Das wird auch zu mehr Angst führen. Viele Leute sagen, der Islamismus steckt hinter diesen Anschlägen. Er spricht derzeit auch alles dafür. Die Vorbehalte gegenüber der muslimischen Bevölkerung in Europa wird vermutlich zunehmen. Also die Spannungen werden ansteigen. Ich glaube, das sollte man nicht verschweigen. Und wenn man heute sieht, was sie für Reaktionen auch da sind, dann ist man sicher angehalten, das genau zu analysieren. Das liegt auf der Hand. Aber wenn man sieht, in den internationalen Medien, auch in den sozialen Medien, da wird der IS-Terror schon gefeiert und sozusagen ein großer Erfolg, den man hier erzielt hat, dann ist das noch einmal schockierender. Das heißt, vieles deutet im Moment darauf hin, dass dieser grausame IS-Terrorismus dahinter steckt, auch wenn es im Moment nicht bestätigt erscheint. Man soll mit Aussagen immer vorsichtig sein. Da laufen sich auch die Untersuchungen auf Hochtouren, aber das wird insgesamt die Spannungen eher anheizen als alles andere. Also da muss man auch ruhig bleiben, besonnen bleiben, auf die Sicherheit besonders achten, die richtigen Schlüsse ziehen, der Bevölkerung das auch vermitteln. Aber man sieht, dass die Zeiten deutlich unruhiger werden. Also ich habe